Hau, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Sephora Würfel. Naja, es ist der Premium-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser kleine Dosenwürfel kostet 79,99 Euro und soll einen Warenwert von 156 Euro beinhalten. Hier sind aber nur Sephora Eigenmarkenprodukte drin enthalten, ne? Und ja, nicht nur ich habe den gekauft, sondern auch die liebe Nicole von Chiquitas Place für eine zweite Meinung. Schaut gerne bei ihr vorbei. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen das Schätzelein mal und gucken, was sich hier drin befindet, weil von außen sieht er jetzt echt gar nicht so schick aus. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal und verfolge mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Oh ja, okay, wir haben hier dann die einzelnen Boxen drin. Das heißt, das sieht jetzt nicht so hübsch vom Design aus, dass ich das alles so hinten immer stehen haben will. Ich werde hinten die Produkte auf Erwin und seinen kleinen Helfer stellen und gehe hier einfach mal mit euch zusammen durch, ne? Die Boxen kann man theoretisch wiederverwenden. Das muss man mal gucken. Du hast hier aber auch immer wieder zu den einzelnen Produkten QR-Codes für die informative Bereitstellung mit am Start. Und ich starte hier am 1. Dezember. Oh, mit einem Highlighter. Der wird mir aber sehr wahrscheinlich zu dunkel sein. Da bin ich jetzt schon, naja, ja, Glitzy Gold 01, tadum. Das wird mit 3,5 Gramm aber auch eine Originalgröße sein, die man so bei Sephora kaufen kann. Und das sieht so schön aus. Also, vielleicht swatcht die liebe Nicole euch den. Also, ich habe das jetzt nicht, also, ich glaube nicht, dass er mir passt. Deswegen lasse ich das lieber. Das kann man dann besser in eine Verlosung geben. Das sieht nämlich sehr schön perlig aus. So, ah, seidig von der Oberfläche her. Weiter geht's am 2. Dezember mit einer sehr leichten Sache. Oh, den hätten sie auch besser ausfüllen können, ne? Hier hast du einen Pinsel drin und das ist Sephora hat auch sehr teure Pinsel. Der Eyeshadow Brush ist das und der ist halt so platt, ne? Damit kannst du Lidschatten super auftragen. Du kannst damit sowohl Puder-Lidschatten als auch Creme-Lidschatten auftragen. Fühlt sich ganz gut an und das ist ein gutes Produkt. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Hier haben wir diesen All Day Hydrator mit Hydrate and Glow fürs Gesicht mit dabei, mit Hyaluronsäure. Und hier haben wir 30 Milliliter drin enthalten. Das ist sicherlich auch eine Verkaufsgröße. Und so ein Produkt kannst du halt entweder ganz normal als Hydrator, also als Feuchtigkeitscreme verwenden oder halt auch als Primer. Hier haben wir die Nummer 4. Yay. Es ist Silber. Es ist doch ein tolles Scrunchie. Ich feiere das jetzt nicht, so bin ich ehrlich, ne? Ich finde es ein bisschen sehr... Huh. Krass. Für eine Silvesterparty vielleicht, ja. Wenn man so richtig Spacebund sich macht. Ein. Am 5. Dezember scheint auch wieder... Also die Boxen sind deutlich größer als das, was drin ist. Aber wir haben hier eine Mascara drin in der Originalgröße. Love the Lift von Sephora selber. Instant Curl and Lifting Volume. Das ist interessant. 8 Milliliter dürfte auch eine Originalgröße sein in Ultra Black. So schaut die aus. Wirklich sehr, sehr hübsch. Die müsste ich auch noch irgendwo da haben. Ich weiß gerade nicht wo, deswegen blende ich euch lieber einfach mal das Bürstchen so rein. Ne? Wenn man sagt, das ist eine Lifting-Mascara, gehe ich davon aus, dass sie halt Länge gibt. Also, dass sie quasi auch vielleicht ein Gummibürstchen hat oder so ein bananenförmiges Bürstchen, die man ansetzt und dann zieht die richtig schön die Wimpern in die Länge. Weiß ich nicht. Ne? Wäre so meine Vermutung dazu. Eine Mascara in der Originalgröße in einem Adventskalender ist aber halt immer für mich persönlich ein Highlight, weil die verwende ich immer. Nina Nikolaus, der 6. Dezember darf gerne was Besonderes sein. Ja, der Adventskalender denkt sich aber nö. Wobei, jein, die Maske ist bestimmt super. Ich mag die Masken von Sephora sehr gerne. Die ist nourishing and soothing, also nährend und beruhigend, mit Kokosnussextrakt, Hyaluronsäure. Ja, und diese Fliese davon, Leute, die sind ein Traum. Das muss ich wirklich sagen, da hat man richtig seine Freude dran. Ist für mich jetzt aber nicht unbedingt ein Produkt für den 6. Dezember. Und eigentlich sind die Adventskalender für Deutschland ja auch immer ein bisschen anders als die von England oder Frankreich oder so. Ne? Deswegen hätte ich hier vielleicht die Mascara reingemacht. Der 7. Dezember ist jetzt ein bisschen schwerer. Oh ja, ein Nagelprodukt befindet sich hier in diesem Kläppchen und zwar der Topcoat mit 10 Millilitern. Kann man auch wirklich immer gut gebrauchen. Das ist für mich auch ein Produkt, das kannst du in jeden Adventskalender theoretisch reinmachen, weil wenn man Nagellack verwendet, brauchst du halt auch irgendwie immer einen Topcoat. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, dass du da eine spezielle Farbe reinmachst, aber ich bin mir sehr sicher, wir bekommen hier noch einen Nagellack. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Das ist jetzt ein bisschen schnell aufeinander, ihr Lieben. Ne? Das ist, ich meine, halt auch etwas, was man jetzt nicht unbedingt braucht. Sephora, die Handmaske mit Mango. Ja, also ich bewege mich zu viel und nutze meine Hände zu viel, als dass ich sowas halt wirklich intensiv verwenden könnte. Nee, muss ich nicht unbedingt in einem Adventskalender für 80 Euro drin haben, da bin ich ehrlich. Die Gesichtsmaske, ja, cool, ne? Aber eine Handmaske brauche ich wirklich nicht.
Und Mango schreit halt auch ein bisschen mehr Sommer als Winter. Wir sind an der zweiten Ebene angekommen, Leute. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Schweres freuen. Ein Pflegeprodukt vielleicht. Monoir, oh, das mag ich ja. Oder Monoi. Das ist ein Body Mist, ein beduftetes Body Mist. Ach schön, 50 ml. Das ist ja fast schon ein Parfum, Leute. Ist das vielleicht auch so ein bisschen angelehnt an etwas Bum-Bum-mäßiges? Man weiß es nicht, ne? Ja, nicht ganz. Aber es könnte echt eine schöne Sache sein. Aber auch hier, gut, wenn man sich so ein bisschen Sommerfeeling wieder in den Winter holen möchte, da hätte ich mir eher was mit Vanille erwartet. So, keine Ahnung. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Sehr, sehr klein und leicht. Das ist schon wieder eine Maske. Auch das ein alter Bekannter in diesen Sephora Adventskalendern. Ne? Das sind diese Nose Stripes, die man, also mit Aktivkohle, ne, die man sich auf die Nasen macht, damit halt die Poren gereinigt werden. Weiß ich nicht. Die erste Schnapszahl, die 11, ist auch schon wieder so ein kleines Ding. Mal gucken, was haben wir denn hier wohl drin? Ach, das ist toll. Das sind wiederverwendbare Augenpads. Leute, sowas ist sinnvoll. Halte ich mal so in die Kamera, denn die habe ich jetzt schon woanders drin gehabt. Das ist wirklich ein sehr praktisches Produkt. Das ist, dürften zwei halt auch drin enthalten sein, hoffe ich jedenfalls mal. Und das kannst du in Kombination mit einem Augenserum oder deiner Augencreme verwenden oder einer Augenmaske. Das sorgt einfach dafür, dass die Wirkstoffe besser in die Haut einziehen und nicht verdunsten, ne? Dass sie halt wirklich auf der Haut bleiben und sich nicht irgendwo hinbewegen. Kommen wir zur Halbzeit, der Nummer 12. Und hier bekommen wir auch was für die Lippen tatsächlich. Eine Lip Sleeping Mask. Der Duft kriegt mich wieder. Moisturizing and Smoothing mit 15 ml. Das ist Kirsche. Oh, also sowas würde ich mir jetzt nicht nachts drauf machen, weil dann hat mein Kissen da mehr von als ich, weil ich bin Bauchschläfer. Aber halt so tagsüber, wenn ich mir das morgens drauf mache, ja, Lip Sleeping Mask, mache ich morgens. Der Adventskalender ist sehr, sehr stark gestartet, aber dann immer so, aber jetzt so langsam, geht es wieder nach oben. Mal gucken, wie es dann jetzt in der zweiten Halbzeit weitergeht. Aber da habe ich noch nicht so dieses Feeling von, ich mache hier gerade einen 80-Euro Adventskalender auf, bin ich vollkommen ehrlich. Die Nummer 13. Oh, was bist du denn? Hallöchen, du bist ja richtig hübsch. Outrageous Intense, 6 ml. Aber was bist du denn intensiv, mein Freund, in der Farbe 02? Habe kurz recherchiert, es ist ein Lip Plumper und der dürfte auch in der Originalgröße sein. Auch das erinnert uns an irgendein Bettgeflüster, was wir halt so schon von anderen Firmen mal gesehen haben. Das ist natürlich sehr, sehr interessant, ne? Das ist halt sehr kissenoptisch mäßig hier. Holla die Waldfee, Leute. eine sehr schöne Farbe, das mag ich auch gerne, gerne leiden. So als Topping kann ich mir das hier drüber auch sehr schön vorstellen. Wobei, haben die jetzt gerade Lippenprodukt hinter Lippenprodukt gemacht? Der 14. Dezember enthält ein bisschen Pflege, das können wir alle gut gebrauchen, nämlich etwas zur Gesichtsreinigung. Immer der erste Schritt der Gesichts-Skincare-Routine, ne? Der Gesichtspflege. Clean Skin Gel, Cleans and Tone for Face, Eyes and Neck, also Gesicht, Augen und Dekolleté. 30 ml sind hier drin enthalten und das kannst du morgens und abends verwenden. Sowas finde ich schön. Das ist in so einem Adventskalender auch richtig gut aufgehoben. Schauen wir mal, was der 15. Dezember uns so bringt. Der ist relativ schwer und nochmal separat eingepackt. Oh, schön. Das ist ein 7% Vitamin C und Vitamin E Serum. Ein Super Glow Serum. Hört sich sehr, sehr nice an. Wie viel haben wir denn hier drin? 15 ml. Ja, das ist doch mal eine schöne Sache und sowas kann man sehr toll morgens verwenden, ne? Unter dem Moisturizer. Ja, ja, komisch verteilt, weil wir jetzt zweimal hintereinander irgendwie Skincare hatten. Mal gucken, wie jetzt der 16. Dezember abschneidet. Nun ja, Leute, was soll ich euch sagen? Es ist eine Maske. Sicherlich eine gute Maske. Aber es ist halt wieder eine Maske. Die Moisturizing and Glow Maske. Litchi Face Mask. Ach Mensch. Ach Mensch, ja, die Masken sind super. Überhaupt keine Frage. Ja, Litchi-Duft ist großartig, aber es ist jetzt die zweite Tuchmaske. Die brauche ich hier aber wirklich nicht zweimal drin haben. Wir sind in der dritten Ebene angelangt, quietsch, und ich habe jetzt hier den 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend. Da erwartet uns nochmal ein Nagelprodukt in der Farbe Pink Glaze 901. Scheint das irgendwie auch so eine Art... ja, topper zu sein. Zum Beispiel, wenn du, wie hier auf meinem auf diesem Mittelfinger, ne? Wenn du so einen Lack hast, das ist jetzt eine Nagelfolie, da kann man sowas ganz schön drüber machen. Dann hat man da so ein paar Glitter-Flitter-Sparkle-Geschichten mit drauf. Ja, ist süß. Ja, doch, ist schön. Aber solo sieht sowas meistens auf dem Nagel selber bei mir persönlich nicht ganz so gut aus. Nun denn, wir befinden uns jetzt in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember. Das ist ein schönes Produkt.
Aber möchte ich das in einem 80-Euro-Adventskalender als einzelnes Türchen haben? Das ist so ein wiederverwendbares Abschminkpad, ne? Ein großes, wo du hier auch so deine Hand reinstecken kannst. Hätten sie vielleicht zusammen mit dem Cleanser reinmachen können, damit man nicht meckert, Leute. Ne? Das muss man ja wirklich sagen. Und ich buddel hier so ein bisschen und hebe hier die Nummer 19 raus. Hier ist ein Klassiker drin enthalten, und zwar so ein Kajal. Das ist ein Waterproof 12 Hours Colorful Contour Eye Pencil in Matt, in Schwarzmatt, Entschuldigung. Und so sieht er einmal aus. Das ist ein Stift, den man anspitzen kann. Genau. Und der ist halt in Schwarz. Damit kann man sich Smoky Eyes machen oder halt ganz normal seine Wasserlinie dunkel betonen, wenn man das möchte. Ne? Herzlich willkommen im 20er Bereich. Auch das würde ich akzeptieren in dem günstigeren Adventskalender für 50 Euro, aber das muss nicht in einem 80-Euro Adventskalender drin sein. Es ist eine Pinzette, die sicherlich auch ihren Preis, ihren Wert hat. Die fühlt sich auch sehr schwer und sehr gut an, ne? Aber es ist halt auch wieder eine Art, ja, Füllprodukt irgendwie, ne? Pinzetten kann man gebrauchen. Der 21. Dezember ist ein bisschen schwerer unterwegs. Vielleicht haben wir hier irgendwas Wawawu-mäßiges drin. Nun ja, wir haben hier noch einen Nagellack drin enthalten. In der Farbe 804, 6,5 Milliliter sind da drin. Cocoa Cuddle, also eine kakaoartige Umarmung. Okay, Kakaoknuddler quasi. Und ja, ist schön. Kann man die drei in Kombi verwenden? Ja, den Topcoat, klar. Und das kannst du auch in Kombi mit dem Rosa verwenden. Du kannst das Rosa hier drüber toppen. Ja, bei einem Nagel kann ich mir das schön vorstellen. Du machst es halt auf alle Nägel drauf und so. Beim Ringfinger zum Beispiel machst du dir dann halt diesen Topper noch drüber. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl, ist sehr, sehr leicht. Das finde ich doof. Die ist gut. Und das sind Kirschen. Ja, ich weiß. Das ist eine Lippenmaske von Sephora. Also auch die, nee, hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Nee. So, was dürfen wir denn jetzt einen Tag vor Heiligabend machen? Siehste wohl. Da freue ich mich immer drüber, wenn man uns zuhört. Du kannst in den Adventskalender super Primer, transparentes Puder reinmachen. Du kannst Mascara reinmachen, du kannst Lippenprodukte reinmachen, die meisten. Du kannst transparente Augenbrauengele reinmachen. Und das ist hier auch drin. Das Shape and Set Clear Brow Gel mit 7 ml. Das dürfte dann auch eine Originalgröße sein. Das finde ich schön. Sowas passt auch in einen Adventskalender, auch in der Nummer 23. Das ist optimal. Und jetzt hoffe ich, weil wir ja schon einen Lidschattenpinsel hatten, dass wir in der 24 auch eine Lidschattenpalette drin haben. Das wäre ja schon cool bei dem Preis, ne? Color Shifter 5 Eyeshadows Eye Palette. Okay, das haben wir einmal hier. Da scheinen auch 5 verschiedene Farben drin zu sein. Erinnert mich vom Packaging ein bisschen an irgendeine Allee von Essence. Das ist eine Basic Palette. Hat man hier noch irgendwelche Anleitungen drin? Das sieht so aus, ne? Oh nee, du kannst den Spiegel rausnehmen, wenn du willst. Auch crazy. Wahrscheinlich, wenn man die entsorgen möchte, weil dann hast du Pappe und Spiegel separat. So sehen die Töne aus. Die sind schon sehr gefällig. Du hast hier im Prinzip 4 matte Töne mit dabei, wovon du den schwarzen zum Beispiel auch als Eyeliner verwenden kannst. Und das hier soll ein Topper sein. Also du hast da kein eigenes großes Pigment mit am Start, sondern du, das ist da oben auch ein schimmernder Ton. Oh, du kannst den einfach über die anderen Töne so drüber tupfen, damit die halt so einen schönen Glanz bekommen, schönen Shift bekommen. Und der hier ist gar nicht mal, das habt ihr eben auch schon gesehen, ne? Der ist so ein bisschen wie der Nars Orgasm zum Beispiel. Also der ist so orange-gold schimmernd. Von der Umsetzung her eigentlich ganz gut, dass wir hier so eine Lidschattenpalette drin haben, auch wenn die mich nicht ganz so anspricht. Ich finde schon, dass hier vom Ansatz her sehr schöne Produkte drin sind und dass die hier auch eigentlich einen richtig geilen Adventskalender hätten machen können, wenn die anstelle von einer Maske und der Lippenmaske und der Pinzette vielleicht, so ein paar an und diesem einzigen Abschminkpad, ein paar andere Sachen reingemacht hätten. Ein loses Puder von Sephora, auch wenn das nicht in der Originalgröße, sondern in der Kleingröße gewesen wäre oder so zum Beispiel. Ne? Oder, keine Ahnung, ich finde es immer cooler, zum Beispiel eine Wimpernzange als eine Pinzette drin zu haben. Das macht irgendwie einfach ein bisschen mehr her. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, er wird sicherlich auch seinen Wert haben. Da gehe ich absolut von aus, weil die Sephora-Eigenmarkenprodukte sind gut und die sind auch hochpreisig und das ist auch vollkommen zu Recht so. Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung mal in die Kommentare, da können wir uns gerne mal austauschen. Nichtsdestotrotz ein wunderschöner und gut gestalteter Adventskalender, wo du halt auch ein bisschen Pflege mit drin hast und da auch das Sortiment von Sephora ganz gut kennenlernen kannst eigentlich, ne? Ihr Lieben, das wäre es jetzt hier aber von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.